So, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013 mit mir in Sachsen als Player hier auf der Hengstedt modifiziert Map. Und ja, ihr seht, unser Kontostand sieht ein bisschen anders aus. Wir haben neue Fahrzeuge und es ist 2 Stunden später als üblich. Ja, ich habe geräumt. Ich habe geholfen. Habe etwas Geld besorgt für die knappe Haushaltskasse. Als Geburtstagsgeschenk, wie gesagt, wird dementsprechend einmalig nie wieder vorkommen. Und ja, jetzt haben wir im Endeffekt ein paar neue Gerätschaften. Was an sich schon mal, achso, halt, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Ein paar neue Gerätschaften, unter anderem haben wir jetzt hier noch einen stärksten Standardträger. Wir haben was zum Düngen, wir haben nach vorne was für Säen. Wir haben einen Schmarder, wir haben einen Heukreisel. Billigsten Ladewagen genommen, also man soll jetzt nicht sagen, ich habe jetzt hier Luxusbohr eingekauft. Ansonsten seht ihr jetzt gleich hinten blub auf bloppen ein ADAC Rettungsfahrzeug oder ein Service Truck. Ist einfach nur dafür gedacht, falls wir mal irgendwo liegen bleiben und sonst ist das Fahrzeug nämlich im Arsch. So, ansonsten habe ich jetzt hier noch ein Class Lexon 770. Soweit kann gesagt werden, dass es nicht der 770er vom Mod hat. Der hat hier eindeutig weniger Funktionen und alles und naja, aber ist auf jeden Fall mal ein 770er. Unser Fan haben wir natürlich behalten. Der Schneidwerk kennt er. Dann habe ich jetzt hier noch einen Kraftfuttermischwagen. Ja, hier habe ich noch 2 Dinger, die müssten wir irgendwann mal verkaufen. Ballenpresse modern. Ballenpresse, mit der ich eigentlich arbeiten will, aus den Ursus, inklusive Ballenwagen. Bei den ADAC war noch der Wickler mit dabei. Und für die Wechselbrückenträger haben wir jetzt sogenannte TSL-LKWs bzw. MANs, die uns jetzt in der Sache sehr behilflich sind. 267.000 haben wir jetzt noch. Und ja, wie gesagt, sieht von innen jetzt nicht gerade schön aus. Aber Wayne, die ziehen wenigstens die Wechselbrückentrailer mit bis zu 60 km/h. Darauf kommt es an. Und ja, wir müssen jetzt erstmal wieder runter. Erstens Saatgut kaufen bzw. Kunstdünger. Und ja, 267.000 haben wir. Kann an sich ja nur ein teures Vergehen werden. Wenn ich vorhin schon überlegt habe, dass ich die Hälfte von den Wechselbrücken mit Saatgut befüllen wollte und dann waren wir an 50.000 im Minus. Ich meine, gut, wir haben ja glaube ich noch insgesamt 20 Tonnen 20 Tonnen im Reserve mit drin im Lager. Aber ich sag immer, sicher ist sicher. Und ich habe lieber was gebunkert, als wie gesagt, wenn ich es dann gar keins verbeten habe. Ne? Jetzt habe ich Geld. Dann kaufe ich lieber für das Geld was Ei als wie auch Gott und ich hab's dann für spätere Zeiten, als wie ich kauf's nicht ein, brauch's dann und hab kein Geld und bekomm's gar nicht. So, wir düdeln hier in aller Gemütlichkeit, auch bloß mit 30 km/h. Aber man hat hier ein wesentlich besseres Gefühl. Ich strick's jetzt einfach mal so aus. Die Trailer, die ziehen so, wie sie ziehen sollen. Im Allgemeinen schaffen wir auch hier bis zu 60 km/h. Ist es ja nicht. Wo man es aktuell hier so ein bisschen schleifen tut, weiß ich gerade mal auch nicht. Hat also immer mal so seine Phasen. So. Dann einmal hier rinne. Einmal rum und dann einmal bitte Kunstdünger kaufen. 8000 Liter passender Saatgut Kunstdünger. Passen da rein. Ich hoffe einfach mal, dass ich hier Kunstdünger nehmen kann. Aber halt. So, beladen mit Kunstdünger, aber gerne. Okay, der ist wohl anscheinend wesentlich billiger. Machen wir einfach mal hier so eine ganze Mulde voll zur Sicherheit. Die Kohle, naja gut, was ist bei beiden günstiger? Wir haben jetzt halt 200.000, da fällt das gegebenenfalls nicht so auf. Finanzen, naja doch, schluckt durch schon so um die 40.000, 43
1000, so 36.000 Liter hätten wir jetzt da einmal befreit. Saatgut hatten wir ja noch da. Ich würde mich zwar immer noch mal interessieren, was diese Saatfrüchte sind, aber naja, gut, egal. So, geben wir hier in alter Frische Gas. Ja, ich sag doch, der zieht einfach. Der zieht jetzt hier mit 40 km/h. Was will man mehr? So, dann haben wir jetzt erstmal 36 Tonnen Düngermittel. Dürfte soweit erstmal reichen, meiner Meinung nach. Ja, Gasthof. Den kennen wir ja bereits. Dann denke ich mal, können wir uns jetzt mit aller Ruhe und Gegebenheit endlich wieder am Streschen machen mit den 770ern und den Fendt, dass es alles ein bisschen schneller geht. Felder habe ich mir bis jetzt noch keine gekauft. Ach ja. Von mir aus kommt Blitz nochmal. Ja, cool. So, ja, wie gesagt, ex weitere Felder habe ich mir das jetzt noch nicht geguckt. Ich meine, wir haben noch 200.000. Und ich gucke mir so erstmal ein paar kleinere. Ich würde erstmal hier, wie gesagt, die Felder in der Umgebung kaufen wollen. Erstmal muss ich aber hier irgendwo ja, eine geeignete Stelle. So, jetzt. Ne, halt. War schon richtig gedacht, war es bloß falsch ausgeführt. So, hier lang und dann da lang. Dann erstmal hier den letzten Brückentrailer. Hier kommt dann dementsprechend unser Gras, Stroh, Silage und der ganze andere Spaß hin. Ach, scheiße. Mal so lang machen. Und nun steht da jetzt in der Zeit Amazon, die Amazone, die will befüllt werden. Und ja, hier haben wir noch einen Wechselbrückentrailer. So. Und dann geht es jetzt hier erstmal in aller Gemütlichkeit weiter. Ich gucke gerade mal, was der Uhu sagt. Der Uhu sagt alles noch normal. Und dann füllen wir das Ganze jetzt hier auf. Beziehungsweise am anderen Schalter, sprich hier. Nein. Beschleunigt mir noch ein Stückchen zu schnell, aber ansonsten alles easy. So, gucken wir mal. Insgesamt 36.000 Tonnen. Ich glaube, er hat hier auch Kunstdünger oder Eigengewicht. Kann natürlich sein, wenn es nicht so ist. Ne, das ist diesmal sogar 1 zu 1. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Damit wäre der Kunstdünger jetzt auch ausgesorgt. Den holen wir uns ja dementsprechend über den Rohr weiter vorne ab. Und die werden wir jetzt gleich mal öffnen, weil gesagt, die ja, ich nenne es mal Fehlermeldung ist weg. Die nervt ziemlich. So, habe ich das Ding echt so schief abgestellt oder habe ich sicherlich nicht so schief abgestellt. So, rein damit, hier rein. Und dann holen wir uns mal die Amazon, ne? Und ich sag ja auch, das Baby hier lässt sich genauso, ja, 12 Bilder, alles in Ordnung. Das Baby hier lässt sich genau, ne, ich glaube, hier hängt irgendwie den ESL mit hier zusammen. Ach ne, halt, der war das. Hier war jetzt das bescheidene Allrad mit dabei. So, und jetzt sieht man zum Beispiel hier an sich auch sehr gut. Ja, außer dass es natürlich hier auch halt rumspacken gut und hier Erdlei über den Hundefuß machen will. Habe ich diesmal hier etwas vorgesorgt.
Zack. Das ist jetzt ein banales 500er Gewicht. Da dürfte an sich jetzt eigentlich gar nichts schief gehen. Man kann nur warten. Naja, rumspacken du da so oder so aus irgendeinem Grund. Da wird auf jeden Fall nicht Ruhe geben. Jetzt füllen wir erstmal hier die ganzen 8000 Gedönsdinger ein. Wie gesagt, die Anzeigen funktionieren nur alle, wie ihr hier seht. 8000 passt insgesamt hinein in das Riesending. Also, mein lieber Herr Gesangsverein, das hat schon was. So, was hatte ich jetzt da drin? Ja, 27.800. Motor habe ich auch noch ausgemacht, weil ich so frei war. Ja, spackt aber, wie ihr seht, auch doch sehr rum. Es ist halt im Realen im Endeffekt gar nichts. Der macht ohne Scheiß, macht der einen Hundegang. Das geht eigentlich gar nicht. Das, sowas gehört eigentlich bestraft. Stell dann mal kurz hier. Nee. Das Baby hierher, beziehungsweise da ab. Und latsche jetzt einfach mal aus purer Juxendollerei das Fass vorne dran. Ich meine, an der Morge Eigengewicht kann es ja nun mal beim besten Willen nicht liegen, weil ich meine, der Deutz. So, jetzt haben wir ja hier wieder dieses spektakuläre Ereignis, ist fast dran. Kannst du eigentlich den ganzen Trecker vergessen. Oder beziehungsweise, was ist vergessen. Bewegt man sich eindeutig noch langsamer voran als üblich. Zack. Nee, also er spackt trotz all dem rum. Das ist eigentlich für mich so eine Sache der Unbegreifbarkeit. Ich nehme jetzt mal den stärksten Deutz, den wir haben. Ich platziere den so einfach mal hier. Ja. Also für die, die es kennen, das ist jetzt hier der Deutz, schieß mich tot. Das ist der stärkste, den wir hier haben. Wenn es da jetzt Ohr rumspackt, dann muss ich echt mal mit Blackie reden, weil dann haut hier irgendwas nicht hin. Wie gesagt, kann auch noch an der alten Version liegen, aber dann ist es unschön. So, nur noch mal so zur Info, stärkster Deutz. Im Spiel 200, knapp 300 PS hat das Vieh drauf. Lässt sich ja noch soweit ganz angenehm steuern. Zack, seht ihr das Hundegang. Ist unglaublich, da hinten sind gerade mal 8 Tonnen drin. Das ist ja eigentlich das, was mir da so am meisten Sorgen macht, könnte man ja schon beinahe sagen. Es sind 8 Tonnen hinten drauf. Der Trecker hat sein eigenes, ja, man könnte schon fast sagen, Standardgewicht. Und es spackt einfach nur rum. Naja, muss zusehen, dass ich für die nächste Woche dann dementsprechend so schnell wie möglich jetzt nochmal mit den Modder rede, dass ich in der neuesten Version alles läuft, gegebenenfalls hier irgendwie Probleme mit der Gewichtsverteilung behoben wird, falls das daran liegt. Wie gesagt, ich kann es mir echt nicht erklären. Wie gesagt, das ist die stärkste Maschine hier in Game. Und die spacken hier rum. Das ist mir ein Ding der Unbegreifbarkeit. So. Ich stell die Babys jetzt erstmal hier ab und bereite dann schon mal den Rest vor, sprich hier mit den, genau. Um die Frage zu beantworten, nein, ich habe jetzt hier auch keinen Schneidwerkswagen, also der ist nicht dabei. So viel sei gesagt.
Und so viel sei ja auch gesagt, dass das entweder A gar nichts wird oder B sehr knapp. Ja, wir tippen mal auf A erst gar nichts wird. Heilige Maria, so, nee, man kommt aus den ganzen Komplexen, den sind nicht raus. Den Fendt-Anhänger geht nicht, da müsste ich den Standard hier herholen. Erntemaschinen, bla 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 bla. Ah ne, halt, das war unter Diverses, genau. Diverses, Schneidwerkswagen, zack, zack, zack. Wie gesagt, ist zwar an sich eine nette Sache, ist er jetzt hier da. Ist zwar an sich eine nette Sache. Aber das spawnt natürlich über der total, ja, sehr, sehr bescheiden. Dort rechts. Ja gut, ist ja Freitag, dann machen wir noch mal ein bisschen länger wie immer und dann nehmen wir jetzt so gleich mal hier den Deutz. Dann wenn es geht, also nee, die war abgehängt, sehr schön. Und dann nehmen wir den gleich mal hier mit auf. Weil natürlich jetzt hier ein extremer Nachteil ist, dass der Schneidwerkswagen hier, ja, sagen wir mal, so gut wie über nichts verfügt. Na, was ist so gut wie über nichts verfügt? Der ist für das Schneidwerk eigentlich an sich viel zu klein. Aber naja, okay, was halt gehen muss, muss halt gehen. 12 Meter Schneidwerk auf dem, keine Ahnung, 6 Meter Schneidwerkstrailer. Wird auf jeden Fall sehr lustig. So. Aber wir haben ja Gott sei Dank das Ziel nur ein paar Meter vor uns. Ich meine, der andere Schneidwerkswagen, der ist glaube ich irgendwas um die 8 Meter. Weil das da so mehr oder weniger, ich will mal fast sagen, getrimmt ist. Ja, also. Ja, auf jeden Fall. Nimmst du das mal bitte mit hoch. Hallo? Ne, Leute, ich gebe auf. Also ich gebe jetzt nicht auf für das Let's Play, ich gebe das jetzt hier auf. Den Versuch gebe ich jetzt hier auf und verabschiede mich in dem Sinne auch ins Wochenende. Tut mir leid für diese, ja, doch sehr chaotische Woche, könnte man schon beinahe sagen. Ich glaube vor Verbesserung, ne? Ich glaube Verbesserung. Aber ihr seht jetzt, es ist aktuell, ich muss mit dem Mapper halt mal reden. So, bis dann, haut rein, tschüssi.